Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, die Stimmung ist heute angespannt, denn wir haben Blutmondtag. Wir sind voll nicht drauf vorbereitet, 21, wie immer, ey. Ja, eigentlich, also munitionstechnisch hast du ja... Sag mal, du warst stets bemüht, Jasmin. Du warst stets bemüht. Ja, wir verballern ja so auch immer schon. Das Problem ist, wir haben keine Chemiestation und zu wenig... Ja, wieso munitionsmäßig sind wir doch also besser ausgestattet als letztes Mal? Naja, aber es wird ja auch schwieriger von Blutmond zu Blutmond. Nein. Also ich denke mal, wir haben den Blutmond auch diese Folge, weil von der Zeit her könnte das hinkommen. Dann wird die Folge ein wenig länger. Wir haben jetzt hier drei Heatkörper drin, ne? Achso, warte mal, ich kann das. Ich hab erstmal gar nicht weggeräumt hier. Ich habe hier noch einen Robotikhammer. Können wir immer noch nicht herstellen. Stufe 2. Ja, kannst du draußen hinschmeißen. Dann haben wir da zwei Prügelpeter. Nee, habe ich jetzt hier in die Kiste gepackt erst. Ja, da liegt er gut beim Blutmond, ne? So, ich könnte ja in der Zeit, wie wir uns vorbereiten, ich mach schnell drüben die Basis fertig und dann können wir da den Blutmond feiern. Ha? Jasmin, was sagst du? Ich mach jetzt erstmal Schießpulver und dann kann ich davon noch mit der Nitrat, ne? Hast du noch Nitrat? Ne. Nee, wenn, dann ist das da in der Kiste. Nee, das habe ich gerade genommen. Wie viel hattest du jetzt genommen? Da waren nur 200 drin. 2443 meinst du? Bin ich blind oder was? In der Munitionskiste. Hä? Neben Ach, in der Munition. Ja. Ach Gott, ey. So. Kann man das so dumm da reinpacken? Ich nehme mir mal meine Nagelpistole mit. Das Schießpulver nehme ich auch gleich mit. Bis der Blutmond da ist, können wir ja noch ein bisschen vernageln, ne? Vernagel dich gleich, du. Ich nagel hier ein Brett an die Wand, ey. Ich bin ein Tier. Tier. So, hier habe ich ja aufgelassen. Ich habe was vergessen. Ja, öfter mal. Ohne Pflastersteine kann ich da nichts aufwerten. Nägel, Dings habe ich. Oh, ich habe das letzte Mal gar nicht ausgeleert hier. Schande über dich, Jasmin. Jo. Jo. Hab ich letztes Mal ganz vergessen, du. Ja, hast du nicht dran gedacht, nicht? Nein, nicht dran gedacht, nicht? Ja. Rezepte, Schießpulver, brown. Schießpulver. Yippie. Willst du an der Straßenseite für den Fall der Fälle nochmal Stachelfallen hinstellen? Alles klar, Zombie? Ja, vorne an der, am Balkon. Machst du? Am Balkon denn? Ja, machst du? Ja, ich bin gar nicht da. Ja, wo bist du denn? Nicht an meiner Basis im Gange. Klar, Alter. So, ich bin durstig. Oh, wollen wir zu Jasmins Jauchepfütze gucken? Machst du die auch noch platt, oder? Ach so, soll ich? Ganz gut, ey. Ja, ist kein Problem, ich mach das. Weil, bevor die schreit? Nee, die schreit nicht. So. Die schreit nur einmal, Jasmin, und zwar, wenn sie mein Gesicht sieht. wo ist sie denn? Ah, hier. Oh, die ist aufgekommen wie so ein Flummi. Sogar leicht wieder hochgewippt hier. Oh, die fette Sau hat hier ein Loch im Boden gemacht, Jasmin. Bei dir? Nein, die ist so schwer, wenn die runterfällt, ist hier ein Krater im Asphalt. Hm. Mai, oh Mai. Der sieht man hier gar nicht an. So. Oh, ja, genau. Jo. Was machst du? Nix. Ah, okay. Ich dachte schon, du machst wieder Döniken. Ja, ja. Ich bin halt echt am Überlegen, ob hier eine Mauer vielleicht sogar noch sinnvoll wäre. Aber andererseits... Den wollte ich gar nicht aufwerten. Free Rose.
Take me home. To a place, Jasmin. Wo ist denn das Adrenalin? Nee, dieses, was hab ich hier nochmal? I belong. Heroin. Scheidenpilz. Achso, du meinst es hier im Ingame. Was denn? Testosteron. Wo das hin soll. Medizinkiste. Nee, da ist ja nichts drin, noch nicht. Dann bist du die Erste, die da war. Verdammt. Oh nein. Komm ich hier noch raus? Ja. Jasmin, ich bin runtergefallen. Mhm. So, und... So. Super. Hier kommen die Kisten hin. Dann kann ich hier schon mal den Boden einmal fertig machen. So, und dann... Jetzt suche ich hier wieder. Wo kommt denn hier Ölschiefer hin? Ölschiefer ist unten im Keller. Ja, da bin ich gerade. Und wo kommt das rein? Da, wo Holz und so drin ist, glaube ich. Nee, warte. Da, nee, wo da Benzin drin ist. Wo ist Benzin drin? Rechts, ganz rechts. Oben, die Kiste. Ach, da. Mhm, danke. Wenn wir hier auf der Höhe Fenster machen, ne? Vielleicht so mit Panzerglas. Meinst du, die Zombies sehen uns? Ich weiß nicht, warum fragst du mich sowas Komisches? Was habe ich denn hier gemacht? Blöd. Oh, oh. Blöd sein. Ich habe gefuscht. Na, siehst du. Wo gibt's denn sowas? Bei dir? Das ist mir ja noch nie passiert. So. Wow. Ich habe einmal rundherum gefuscht. Ne, bis hier vorne bin ich gegangen. Wie immer. Was habe ich mir dabei gedacht? Anscheinend nicht viel. Sabba, sabba, Trop. So, da ist auch schon Beton. Genau, die Treppe auf der Höhe, ich denke, das ist okay, oder? Ja, das passt schon. Alles wird gut, Jasmin, solange du wild bist. So. 16 Uhr. Hoppala. Ich kann noch gar nicht so viel, was kann ich noch. Ja, ich denke, das geht. Was denkst du, oder ist das der Regen? Okay. Wo ist die jetzt? Der von deinem Gedankenstein tropft. Hat hier nicht gerade eine geschrien? Ich habe jetzt keine gehört. Bin der Meinung, ich habe hier gerade eine gehört. Sag ich doch. Ja doch, ich höre es auch. Toll. Du solltest herkommen. Bin ich auch nicht so tief gegangen. Sollte es herkommen? Ja, ich bin doch schon unterwegs. Brauchst du Hilfe, Nachbarin? Der geht hier an mein Holz, ey. Oh nein. Gut weg. Ja, meiner. Kannst aber nehmen. Hä? Hast du auch einen? Ah. Ja. Okay, kleinen Moment. Habe ich. Und dafür brauchtest du Hilfe, Jasmin? Ja, ich wusste nicht, wie viel kommen. Ey, der...
ist also ich... Hast du den Loot weggenommen? Ja. Ja, was ist denn das hier für ein Loch, ey? Ich bin halt nur... Hier oben wollte die Sau rein. Minimal enttäuscht gerade von der Ausgangssituation, aber... Was? Mein Beton ist schon alle? Ich hatte doch über 1000 Beton mit. Ja, braucht sich schnell auf. Das war bei mir auch. Oh. Ich hatte Pläne, Jasmin. Viele Pläne. Wieso fehlt hier ein... So. Judy, da Kisten. Der Gang ist, denke ich mal, breit genug mit zwei. Genau, und dann können wir hier noch ein paar Werkbänke hinschmeißen. Hier kommt noch eine Tür. Können wir schon mal aufmachen. So. Ja, wie können wir denn weitergehen hier? Ich würde vielleicht... Ich glaube, das sieht gut aus. Was ist denn das da für ein Loch, ey? Was für ein Loch? Na, hier vorne. Ja, da haben die runtergebuddelt. Echt? Ja. Wo? Na, hier von meinem Bunker aus. Die sind hier. Nein, von... ich meine, wo? Ach so, wow. Ja. Nicht wo. Wo? Hab doch gerade gesagt. Ach, Patrick, ey, weißt du. Was denn? Nix. Ach ja, so. Könntest sogar noch einen höher, ne? Also bringt nichts an der Funktionalität hier und ist ein bisschen beklemmt vielleicht, aber... Ein höher würde, glaube ich, besser aussehen. Mir gerade ein Kratzer gewesen, ey. So, ich hack mal ein bisschen Wood. Woody Woodpicker. Ich glaube, der Blutmond ist tatsächlich erst in der nächsten Folge. 17 Uhr. Naja, wir werden sehen. Ne? Ey! Was denn? Voll in mein Haus drin. Was? Ich würde niemals in deine Richtung hacken. Das ist aber... Das ist Blasphemie, Jasmin. Im Leben würde ich das nicht tun. Du bist ein Lügner. Mein Herr ist mein Zeuge. Haben wir hier einen Herr? Gerade kein Herr hier. Eichelherr. Jasmin, kennst du einen Eichelherr? Weißt du, was das ist? Nee. Echt nicht? Das ist ein Vogel. Vogel. Weiß ich. Hab ich doch gerade gesagt. Achso, ich hab nö verstanden. Danach habe ich gesagt, ist ein Vogel. Du Vogel. Kann ich auch noch nicht machen. Samen 20. Kannst du einiges nicht machen. Nee. Nee. Ja, das dauert nur eine Weile, bis ich das machen kann. Habe ich denn noch Steine und Co.? Können wir denn noch Beton herstellen? So. Also, ich will jetzt mal was gucken hier.
Auch nicht mehr so viel. Unten war auch nicht mehr viel, ne? Ist so. Ah, warte mal. Oh, nö. Oh, Jasmin, mich fleucht, ich muss gleich einmal los. Also, ich kann das Antibiotika noch nicht machen, tatsächlich. Was nee, ist noch nee, kann gesperrt? Ich auch nicht. Hab ich auch geguckt schon. Aber es ist weiß. Aber ich brauche wahrscheinlich noch ein paar Bücher. Hm, wo kann ich denn das überhaupt sehen? Medizin, da. Hm. Ein paar fehlen noch. Ach nee, wir haben ja Arzt auch noch gar nicht gelevelt, ne? Ich bin doch. Ich bin Arzt schon voll fertig. Gelevelt. Aber kannst immer noch keine Antibiotika herstellen? Mm-mm. Da fehlen mir noch 45 Bücher. Glaube. Okay. Na, guck noch mal kurz. Weil hier steht 30 von 75 Büchern. Und dann komme ich, kann ich den Verbandskasten machen. Hä, aber. Ach, warte mal. Doch, warte mal. Jetzt lachen sich bestimmt alle wieder hier kaputt. Wegen unserer Dummheit. Aber. Hey, warte mal. Ja, ich warte. Ich brauch Wasser. Nee, Kryptothemen, bla bla. Pilze, Heidelbeeren. Pilzeheime, ne? Warte mal kurz. Pilze. Und die da. So, ja. Ich kann eine machen. Ich kann das herstellen, Herr Willis. Okay, und wie stellst du das her? Heidelbeeren, Pilze. Nein, ich meine an. An welchem Kochtopf? Lagerfeuer. Ja, danke für die zahlreichen Tipps, dass wir Antibiotika ja mit den ganzen Sham-Sandwiches herstellen hätten können. Wir sind davon ausgegangen, dass wir es eben nicht können, nee, weil Jasmin das geskillt hat. Nein! Ohne. Was? Du brauchst. Ohne Sandwich. Das mit dem Sandwich kann ich noch nicht machen. Das ist das natürliche Antibiotika jetzt. Das lilane. Okay, und dafür musst du medizinisch Level 30 haben. Anscheinend. Und richtiges Antibiotika und, ist medizinisch ja. Level 60. 75 steht bei mir. Also 30 von 75 Büchern. Aber ist ja schon mal gut zu wissen, dann können wir wenigstens das herstellen. Ja. Ach, so schlau muss man erstmal sein. Es tut uns leid, dass wir dumm sind. Nee, tut mir eigentlich nicht leid. Ich will gar nicht wissen, wie oft da hinterm Bildschirm irgendein Zuschauer ins Handy oder in eine Tastatur beißt und sich so denkt, so, boah. Chemiestation geht schneller. Ja, aber die kann ich auch noch nicht bauen. Chemiestation. Dafür fehlen mir 50. Wie viel habe ich denn? Warte. Zwei Bücher fehlen mir noch. Ich könnte jetzt natürlich nach Stein gucken, oder? Ich gucke mal, ob hier irgendein Briefkasten was für mich hinterlassen hat. Mann, bin ich jetzt dumm hier, oder was? Warte mal. Haben wir hier... Okay. Mir fehlt noch ein Buch, Jasmin. Einmal Forged. Briefkasten. Ich glaube, das ist jetzt das Schnellste, um Bücher zu finden. Oh, da war ein Blitz. Der Donner, der das Grauen einleitet, Jasmin.
Ich sehe gar keinen Briefkasten. Bestimmt auf der Vorderseite dieses... Ja, wir nehmen einen anderen Weg. Bestimmt auf der Vorderseite dieses Gebäudes. Wie spät ist denn das? Oh, hä, das ist ja schon viel nach rechts. Scheiße. Ja. Sag mal, haben wir Kleinkriminelle hier irgendwie in der Stadt? So irgendwelche Jugendlichen, die das witzig finden, Briefkästen zu klauen oder so? Hier ist aktuell kein Briefkasten zu finden. Das Leben, kleines Huhn. Papier. Falsches Buch. So, da haben wir auch noch mal einen. Können wir gleich einmal reinschauen, ob oder ob nicht. Und es ist nicht. Ich hab's gelernt, obwohl ich Jasmin hätte mitbringen können. Du bist ja richtig lustig, oder? Hä, wieso? Was ist gewesen? Oder du denkst, du bist lustig. Nein. Ich hasse mich selbst. Moi. Einmal so eine Zeitschrift noch finden. Okay, eine Runde durch den Garten. Jasmin! Was denn? Hast du das Gewitter gehört? Weißt du, was das heißt? Ja, geht gleich los. Du bist am A. Du! Perfekto. Rate mal, was ich jetzt bauen kann. Eine Schmiede? Chemie, meine ich? Ja. Dann sieh zu. Was sieh zu? Mach. Ich bin unterwegs. Dann kann man besser hier Dings. Ja. Aber ich glaube, das habe ich jetzt auch alles aufgebraucht wieder. Ja, das können wir, glaube ich, nach dem Blutmond machen. Ich gedenke nicht, dass das jetzt sinnvoll ist. Ja, ich mache schon eine ganze Zeit hier. Monatsjahren. Oh. Klein Justin ist auch wieder im Garten und spielt. Oh, er kann über den Zaun springen. Er ist so schnell groß geworden. Oh, ich habe echt Angst. Moin, wegen Karl. Oh, ich habe Hunger. Oh, was will die denn hier? Immer vorm Blutmond geht's ab hier. Hast du eine Schreierin? Ich glaube. Aber ich weiß aber nicht, wo die ist. Hast du draußen schon geguckt? Bin gerade dabei. Hast du meine Einladung mal angenommen? Nee. Nee, ich will nicht dein Freund sein. Scheiß auf dich. Was? Da. So. Hab ich gemacht, Jasmin. Du bist ja doch ganz schnieke, ne? Mit dir kann man mal befremd sein. So, sie hat noch nicht geschrien. Huch. Ah, die olle Kröte. Was war das? Ich glaube, ich bin über den Kanickel gefahren.
Tatsache, ich hab's nicht gesehen. Das ist jetzt aber... Sir, das ist... das war ein Unfall. Hör auf, mein Kaninchen zu fressen! Nein! Böser Zombie, ganz böse. Aua! Das ist mein Essen. Da verstehe ich keinen Spaß. Da guckst du doof, ne? Ja, da muss ich jetzt erstmal einen Standpunkt klar machen, du. Ich dachte, er greift mich an, da geht er vor mir auf die Knie. Denke, ach, jetzt bin ich schon Heiligtum hier. Hat sich aber rumgesprochen? Nix da, wollt ihr mein Kaninchen essen? Kaninchen. Kaninchen. Ey, Hase. Du schmeckst mir so gut. Oh, oh, oh. Das geht Shitstorm. So. Ah, ich hätte mal eher in eine Mine gehen sollen. Ja, so auf der Straße Stein abbauen. Ja, weil ja, ich lebe quasi auf der Straße. Ne? Meine Sprache ist die Straße. Oh mein Gott. Digga, Mann, ich lebe im Ghetto. Kreuzberg oder Tempelhof. Ich weiß gar nicht mehr, von wem das Ding war. Der ist schon 200 Jahre her. Wo wohne ich denn überhaupt? Da hinten. Wäre schon gut zu wissen, wenn du, ne, also. Wäre schon gut zu wissen, wenn du weißt, wo ich wohne. So. Herrlich. Also im Großen und Ganzen ist das Dorf hier ganz idyllisch, ne? Weiß ich nicht, sehe ich nicht. Au, 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 au. Geh da raus, geh da raus. Wo? Oh. Da ist nur einer. Oh. Darf ich Jochen eine knallen? Der sieht ganz schön frech aus. Jochen. War das ein Ja? Ich mach's einfach. Au! Er hat mich geschlagen! Die Sau. Skill. Absolut professionell. Dann bringen wir das Jasmin mal mit, damit die irgendwann Antibiotika herstellen kann. Oh, halt doch mal hin. Hanicke! Oh, oh, oh nein. Oh, das war ein Unfall. Ihr habt es gesehen. Ihr habt es gesehen. Das war keine Absicht. Nächstes muss ich erstmal Heidelbeeren ansammeln. Mhm. Einsam. Du kleiner Widerling, du. Die Seite kenne ich ja noch gar nicht von dir. Mhm. Du hast einen Penis? Vielleicht. Oh. Weiß man nicht so genau. Heute ist alles möglich. Ja, stimmt, 2023. Du hast jedes Recht, einen Penis zu haben. Ich kann auch eine Katze sein. Oder ein Fuchs. Oder ein Fuchs. Ich kann jedes Tier sein. Ein Wal. Ekelhaft. Ist doch dein Lieblingstier. Mhm. Allein diese Geräusche, die ist. Oh, hör auf, ey. Ja. Wer ist das denn? Ach, du bist das. Ich will gerade auf dich schießen. Warum? Nur weil ich Walgeräusche gemacht habe? Kam dir die Galle hoch? Dezent. Hat sich das echt angehört? Nee. Brutal. Was ist da? So, Bruchsand, Maximum. Das ist jetzt nicht so viel. So, hier, ich habe was für dich. Eins, zwei, drei. Und damit du irgendwann Antibiotika machen kannst, da.
Danke. Ja, ja, sehr gern, sehr gern. Ich kriege übrigens 2,50 für, von dir, ne? Für die Zeitschrift. Dann kann ich schon. Da. So. Die anderen beiden Bücher kann ich schon. Ja, dann schmeiß in die Händlerkiste. Verscherbeln wir den Kram. Ja. Mir war doch so, ich hab da noch Kleingeld in der Tasche. Jasmin. Patrick. Hast du einen Ohrwurm? Lehm brauche ich einmal. Lehm und Lehm lassen. Ja. Ich will immer die erste Kiste für Lehm nehmen, ey. Ach, Patrick, du. Ach, Jasmin, was hast du denn, du kleine Zuckermaus, du? Was kann ich für dich tun, ha? Nix. Du nicht. Ich erfülle dir jeden Wunsch, Baby. Alter, da kannst du aber von ausgehen. Da werde ich im Schlaf immer, werde ich zum Bär, also. So ein dicker Panda-Bär. Ach du Scheiße. Bewegungseingeschränkt. Hilfe. Oh, guck mal, wo ich bin. Kann grad nicht. Ja, ich hab Bruchsand, aber meinst du, ich kann noch mal so ein bisschen... Oh, wir gehen noch mal in die Mine. Total unkoordiniert heute. Aber wie ich, immer. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viel Zeit habe bis zum Blutmond. Geh doch mal zum Blutmond, bleib doch mal draußen beim Blutmond. Ja, ich baue mich hier in der Mine ein. Mach's doch mal lustig. Ja. Unbedingt. Das sollten wir tun, Jasmin. Du, nicht ich. Nee, ich hab, ich hab mich da ein bisschen in der Zeit vertan. Ich dachte, wir haben nicht so viel Zeit und jetzt ist der Blutmond schon doch in der nächsten Folge. Mhm. Weil sonst wird das viel, viel zu... Ich dachte, ein bisschen länger, okay, aber... Ist ja... Kennt man ja schon, ne? So. Ach Gott, ey. Was hast du denn, mein Kind? Ich möchte keinen Blutmond machen gleich. Nimm mir schon mal ein bisschen Munition. Du kannst, wenn du 5 Bier getrunken hast, und in keinem Gebäude stehst, dann wirst du von so einem Blitz getroffen und dann kommen die Zombies nicht zu dir. Hm, genau. Mir ist leider nichts Realistischeres eingefallen gerade. Realistisch, total. Voll besoffen draußen beim Blutmond. Du Freak, ey. Absolut benebelt. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. So. Haben wir gleiche Menge an Munition. Dann mache ich jetzt noch mal ein paar Steinpfeile. Mach mal Eisenpfeile. Wie gehen die? Mit den Eisenspitzen. Kann doch, kannst so. Du. Oh, warte, ich muss mich mal kratzen eben. Weil die semmeln mehr, weißt du? Semmeln, da sind ja nur 10. Naja, aber wir sparen Stein, den wir für Beton nutzen können und haben 10 gute Pfeile. Also 5-5. Pfeilspitzen aus Eisen? Ja. 22. Ist doch schon mal was. 22 Pfeile. Stahl. Boah. Feuerpfeil. Warte mal, ich kann das an der Werkbank machen oder was? Brauchst du Tierfett für, ne? Glaube ich. Aber das wäre gut. Solange unsere Treppe nicht brennt. Kann ich nicht machen. Wieso nicht? Ah, ich muss mal kurz weg.
heißen die wirklich Feuerpfeil? Feuerbolzen. Feuerpfeil. Bogenschießen für ja, klar, der fehlt mir wieder. Okay. Denn würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf dem Rückweg. So. Mensch. Hopp's doch mal hier hoch, doch. Oh nein. Komm schon. Ja. Noch ein bisschen. Ach, gut. So, dann flitzen wir einmal nach Hause, bereiten uns noch dort etwas vor, also stecken Munition und sowas schon mal ein. Stein können wir schon mal oben in die Kiste. Eigentlich ist die Kiste oben mega dumm, ne? Wegen der Geier, da ist ja gar kein Dach drauf. Das war jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe. Was brauche ich da? War das jetzt ein Reparaturkit? Hatte ich eins oder hatte ich ein Rohr? War ein Reparaturkit, ne? Da müssen wir auch mal wieder welche von machen. Messer nehmen wir mit, falls Geier kommen. Pfeile 60, Munition. Wir teilen uns das mal ein bisschen übersichtlicher. Ja gut, sie nimmt die Schrotflinte nicht, ich schon. So. Welche waren jetzt die gute Schrotflinte? Die Dreier, ne? War die... Nee. Ja, warte mal, was brauche ich noch? Fett und Kunststoff von... Oh Gott. Warte mal. Kunststoff. Okay. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zum Blutmond. Schaltet wieder ein. Wird spannend, ob wir es schaffen, ob wir es nicht schaffen. Aber die Treppe funktioniert schon mal. Herrlich. Herrlich. Auch eigentlich nur dank der Kommentare wegen der Stachelfallen, die ja Blöcke sind. Und ja. Wir sehen uns morgen wieder. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.